mache Politik, um Dinge besser zu machen. Hintergrund: Zu den G77-Staaten zählen auch Länder wie Saudi-Arabien mit riesigem Treibhausgasausstoß und starker Wirtschaft. Der europäische Kommissionspräsident Franz Timmermans verlangt, dass auch sie in einen Topf einzahlen. Länder, die in den 90ern als Entwicklungsländer eingestuft wurden, seien längst wirtschaftliche Spitzenreiter. Ich denke, es ist nur gerecht, wenn eingeschätzt wird, wer für Schäden und Verluste zahlt, dass die, die es können, machen, alle machen, damit wir das Geld für die Verwundbarsten einblasen können, die es extrem brauchen. Die Abneigung gegen einen verbindlichen Fonds will Joseph Morwin nicht akzeptieren. Er ist Umwelt- und Gesundheitsminister von Antigua und Barbuda. Das Land in der Karibik ist Tropenstürmen ausgesetzt, die durch den Klimawandel noch heftiger ausfallen dürften. Seit 30 Jahren, sagt Morwin, würden die armen Länder schon auf so einen Geldtopf warten. Establishing the fund does not necessarily mean that all the arrangements for einen Fonds zu gründen heißt nicht, dass schon alle Finanzflüsse festgelegt werden müssen. Ich verstehe diese Zurückhaltung nicht, den Fonds aufzusetzen. Der Fall ist klar. Alle kleinen armen Inselstaaten leiden jedes Jahr. All these small island development states, they are suffering annually. Viele der reichen Länder wollen dagegen einen Mix aus verschiedenen Finanzinstrumenten. Die könnten sofort genutzt werden. Unklar ist, ob es sich bei diesem Vorschlag um ein Ablenkungsmanöver handelt, um verbindliche Zahlungen zu umgehen. Oder ein neuer Fonds tatsächlich zu träge wäre, Länder wie Saudi-Arabien begünstigen würde, die selbst längst ärmere Staaten unterstützen müssen. Wirtschaft. Twitter, Meta, Amazon. Alle haben oder wollen Beschäftigte entlassen. Zehntausende in wenigen Tagen. Dazu kommen noch viele kleinere Tech-Firmen in San Francisco und im Silicon Valley. Die Entlassungen sind für Betroffene hart, andere sehen darin aber auch Chancen. Kleine Startups zum Beispiel. Unser USA-Korrespondent Nils Dams hat zwei Gründer in San Francisco getroffen. Erst klingeln, dann geht das Tor auf, dahinter soll die Zukunft sein. In einem Gebäude in San Franciscos Stadtteil Mission haben viele kleine Startups ihre Büros. Incubator nennt man das, ein Brutkasten für neue Geschäftsideen. Alles sehr stylisch hier, coole Sofas, viel Beton, viel Holz. Es ist aber auch ziemlich ruhig im Brutkasten. Seit der Pandemie arbeiten viele im Homeoffice. Zwei sind aber hier in ihrem kleinen Büro. Moin, ich bin Christian. Ich bin Arndt. Sie sind Gründer und haben Hunger. Zum Mittagessen gibt es Sandwiches. Die Tage sind gerade ziemlich lang. 60, 70, 80 oder auch mal 100 Stunden in der Woche. Christian Bützer ist das, ursprünglich aus Hamburg. Wir sind gerade mitten im Fundraise. Im Fundraise. Sie wollen Geld von Investoren für ihre Online-Lernplattform. Das läuft ein bisschen wie Speed-Dating. Arndt Voges, ursprünglich aus Hannover. Da setzt man sich mit Hunderten zusammen und dann geht es immer darum, was hast du und was kannst du. Sie haben auf ihrer Seite Online-Kurse. Das ist eine Kryptowährung, demnächst das ist eine Blockchain, links abbiegen. Was ist das Web3 und so weiter. Die Seite ist online seit Juni. Damit Sie online bleiben, brauchen Sie 3 Millionen Dollar. Auch um das Team von 5 auf 15 Mitarbeiter. Biege nach links ab. Sie stellen ein in einer Zeit, in der gerade viele ihren Job in der Tech-Industrie ausgebildete plötzlich auf mehr Risiko eingehen wollen, weil sie vielleicht keine Lust mehr auf so etwas mit Twitter haben. Und natürlich auch ihre Rechnungen weiter bezahlen müssen. Allein Meta und Twitter haben in den letzten Tagen rund 15.000 Menschen entlassen. 10.000 sollen es bei Amazon sein. Dazu kommen noch zig kleine Tech-Firmen mit großen Problemen. Also wir brauchen Engineers, wir brauchen Content-Writers, wir brauchen Marketers, wir brauchen Sales-Leute. Also wir sind jeden Tag am Interviewen. Obwohl es bei Startups in der Regel viel weniger Geld gibt. Ja, also das Gehalt ist